Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Franbo. Ja, wir haben beim letzten Mal den Edward getroffen, der uns gesagt hat, dass wir Wasser und auch Feuerbeeren besorgen sollen. Die Beeren haben wir schon, an das Wasser hier unten kommen wir leider nicht ran. Deshalb werde ich das jetzt mal so versuchen. Gucken, ob es funktioniert. Würdet ihr mir erlauben, diesen Eimer an euer wunderschönes Haar zu hängen, bitte? Ein Eimer an unser Haar hängen? Warum? Das klingt verrückt. Das ist gar nicht verrückt. Ich brauche Wasser von da unten, aber ich komme nicht ran. Ich muss euer wunderschönes langes Haar als Seil benutzen. Bitte, helft mir. Okay, wir helfen dir. Macht den Eimer schön fest. Oh, danke, ihr seid sehr nett. Füllt bitte den ganzen Eimer voll. Ach, wie cool. Das finde ich ja witzig. So, können wir das jetzt hier wieder nach oben ziehen? Ach, schön. Der Eimer ist jetzt voll Wasser. Ah, danke euch, glänzende Insekten. Ich muss jetzt los. Ich muss nach Hause. Zu Hause ist dort, wo wir alle gern hingehören würden. Aber gehört es irgendwo hin? Was? Tut mir leid, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nur sagen, dass du dein eigenes Zuhause bist. Heiß dich selbst willkommen. Du wirst viele Türen finden, die du öffnen kannst. Oh, das klingt mysteriös und wunderschön. Ich versuche das ein anderes Mal. Tschüss. Okay, super. Sagt sie einfach, ich versuche das ein anderes Mal. So, der Eimer ist voll Wasser, er wiegt gar nichts. Okay, ich wollte mir nochmal eben das hier anschauen. Habe ich nämlich in den Kommentaren gelesen, dass mir jemand geschrieben hat, ich sollte das doch mal anschauen. Mami und Papi, die Welt ist seltsam. Ich sehe viele neue Dinge, die ich gern mit euch teilen würde. Weißt du was, Tante Grace? Ich komme bald nach Hause. Okay. Ja gut, die Eltern ohne Gesichter, definitiv tot. Tante Grace und auch Fran fehlen die Augen. Aber beide sind, also klar, beide sind noch am Leben. Krass. Krasser Shit, mal ganz ehrlich. Ich bin jetzt gespannt. Ach Gott, war das lustig. In der letzten Folge, wie hieß er noch? Dötlichwurm. Dötlichwurm, genau. Das fand ich sehr amüsant. So, ich bin jetzt gespannt, wo der Edward uns hinbringen wird. Ich gehe nach wie vor nicht davon aus, dass wir tatsächlich nach Hause kommen. Aber irgendwo wird er uns schon hinführen. Edward, hier ist der Eimer Wasser. Ich bekam Hilfe von glänzenden Insekten. Du meinst die Luzifans? Die sind nett, ja. Aber nur, wenn man sie in dieser Realität sieht. Sie sind gefährlich, wenn du sie in der fünften Realität triffst. Sie können dich verbrennen. Wow, mich verbrennen? Naja, ich war noch nie in der fünften Realität. Ich empfehle es dir nicht. Was dort sinnvoll ist, könnte deine schlimmste Erfahrung werden. Oh, ich habe vergessen, dir für das Wasser zu danken. Danke, Fran. Okay. Hier sind die Beeren, bitteschön. Ich habe die Feuerbeeren, aber sie brennen nicht mehr. Exzellent, die werden genügen. Danke dir vielmals, Liebes. Ah, Fran, es ist 2.34 Uhr. Die Reise beginnt. Gehen wir in die Maschine. Oh, ich bin gespannt. Gespannt, ob wir zufällig danach in der fünften Realität landen werden. Ja, Mr. Midnight kommt auch mit. Sehr schön. Es ist 2.36 Uhr. Wir haben eine große Chance, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Wir sind bald auf dem Weg in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Verstehe mehr oder wo ist es? Was ist wohl verstehe mehr? Vielleicht wäre ich aufgeregt, wenn ich mehr über die Realitäten wüsste. Das wirst du bald verstehen. Die Antworten sind nicht leicht zu zähmen. Bald? Warum nicht jetzt? Zeit geht vorbei, wie sie muss, damit du am Leben bleibst. Okay. Wenn alles jetzt passieren würde, würdest du wohl explodieren. Willst du mir sagen, dass die Antworten, die ich suche, zu mir kommen, wenn sie es wollen? Nicht ganz. Weißt du was? Ich sollte besser sagen, durch die Zeit musst du entdecken und erfahren, um zu verstehen.
Das heißt, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo sie zu finden sind. Ah, verstehe. Tja, jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste, was du tun kannst. Sei neugierig und du wirst immer wieder überrascht. Aber nun, Fran, wir müssen Dinge erledigen. Reden bringt dich nicht nach Hause. Welche Dinge? Die Maschine muss ein wenig gewartet werden und ich glaube, du würdest das toll machen. Hier sind die Feuerbeeren und das Wasser, das du gesammelt hast. Oh, danke schön. Du musst die Wasserpumpe wieder ans Laufen kriegen und den Treibstoff mischen. Du findest alle Informationen, die du brauchst, wenn du in den Raum links gehst. Aber du darfst auch in jeden anderen Raum gehen. Ich werde damit beschäftigt sein, den Autopiloten einzuschalten. Aber wenn du eine Frage hast, bin ich da. Okay. Aber ich habe so etwas noch nie getan. Das macht es doch noch aufregender. Viel Spaß, Liebes. Okay, ich gehe jetzt. Ach, schön. Ich finde den ja immer noch sehr nett und er scheint Fran auch wohlgesonnen zu sein. Das Einzige ist halt die Sache mit den Pillen, ne? Die hat er uns ja in der letzten Folge zurückgegeben. Und ich bin mir fast sicher, dass die Pillen nicht gut für Fran sind. Aber okay. So, wir schauen uns jetzt zuallererst hier mal um. Ich finde es großartig, wirklich dieses Fahrrad. Und ja, hier geht der Lenker noch rein und da ist dann das Vorderrad. Ich finde es toll. Was haben wir denn hier? Ich frage mich, was diese Maschine macht. Das macht bestimmt viel oder gar nichts. Dinge bewegen und drehen sich. Mehr sehe ich nicht. Okay. Ah, ich weiß, was das ist. Ein Kompass. Aber der hier ist durcheinander. Er zeigt Norden und Süden gleichzeitig. Was haben wir hier? Kamal, Hand. Oh, geil. Ist das wieder ein Minispiel? Okay, press start. Get ready. Ah, das ist... Oh, das ist was wie Space Invaders. Kann man das irgendwie... Okay. Kann man das? Ich versuche das gerade mal mit A und D. Nee, schade. Ich dachte, ich kann vielleicht ein bisschen schneller. Mit der Maus nach rechts und links. Das geht gar nicht so fix. Das Schießen... Ja, komm schon. Das Schießen ist logisch. Aber wow, das so nach rechts und links geht nicht unbedingt schnell. Na, komm schon. Komm doch rüber. Kann ich jetzt die Maus gerade gar nicht mehr bewegen? Ah, doch, kann ich. Ich muss das so merkwürdig ziehen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Kommst du wohl nach links? Er kommt nicht nach links. Dann schießen wir dich so ab. Irgendwie kann ich jetzt... Ich kann wieder die Maus nicht bewegen. Mache ich das zu langsam? Oder muss ich das... Ah, ich kann das auch einfach hier unten machen. Ich glaube, das geht ein bisschen besser, ne? So, get ready. Level Nummer 3. Ich glaube, so geht es echt besser. Klicken und... Oh Gott. Okay, okay, okay. Ja, das läuft super. Ich habe schon meine Maus so super schnell eigentlich eingestellt. Wobei hier bei dem Spiel ist das wohl egal. Oh, ich möchte nach rechts, nach links meine ich. Und erstmal die hier beseitigen. Komm schon. So, dann noch... Oh, der schießt ja zurück. Oh, das sehe ich jetzt erst. Nein, du triffst mich nicht. Raymor, bist du es? Es sieht dir zumindest ziemlich ähnlich. Na komm, schieß doch mal ein bisschen flotter hier. Es müsste doch... Na komm schon, der trifft, oder? Nein, der hat nicht getroffen. Na komm schon. Na komm schon, jetzt triff doch mal. Ich treffe nicht. Er schießt, ich schieße... Boah, der trifft immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, Winner! Ja, sehr schön. Okay, Attack of Easter 666, stimmt das? Ist das jetzt hier... Oh Gott, Bosskampf. Ich muss das mal so machen. Oh nein! Oh nein, wie lustig. Okay. Ach, das war toll. Hat Spaß gemacht. Ich weiß gerade nicht, ob man das für irgendetwas braucht. Das werden wir ja noch herausfinden. Oh, das sieht sehr kompliziert aus. Es interessiert mich nicht, was das ist. Vielleicht ein andermal. Okay, sagst du was zum Bären? Ich finde, Edward hat Geschmack. Er mag Dinge, die ich auch mag. All diese Details verwirren mich. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? So, die Füße, die Schuhe. Okay. Füße, ein Fuß mit einem Schuh. Einer ohne. Achso, einer ohne. Das ist schon wieder die Itersta-Sprache. Ich frage mich, was da steht. Ist das Fußfleisch an der Fußsohle? Okay. Okay, das Fleisch vom menschlichen Fuß wird abgezogen, wird als Sohle unter die Schuhe gemacht. Und was soll das hier sein? Ist es die Schleife, mit der das einfach befestigt ist? Okay.
Kannst du hier irgendwas mitnehmen? Ein Hammer, wahrscheinlich zum Hämmern. Nun, nicht, wenn du den Hammer für etwas anderes benutzen wolltest. Aber wofür? Nee, ich lasse ihn hier. Oh, Klebeband, nimmt sie mit? Okay, Klebeband kann man immer gebrauchen, das stimmt allerdings. Hier sind die Schuhe. Ein hölzerner Fuß erinnert mich an mich, als ich ein Baum war. Ich glaube, das ist ein Modell, um Schuhe zu machen. Edwards Schuhe sind sehr schön. Ja, das stimmt allerdings. Oh, eine Feder, wie im Rätsel des großen Zauberers. Der Stift der Menschen und die Freiheit der Vögel, ja. Ich glaube, ich wusste die Antwort schon vor dem Rätsel. Ja, du vielleicht, Fran, ich nicht. Ich habe da ein bisschen gebraucht, um auf die Feder zu kommen. Hm, bei dieser Musik denke ich an Gabeln. Vielleicht macht man sie mit Gabeln, man weiß ja nie. Okay, so, was ist das hier oben? Ist das ein Telefon? Hallo, hier ist Fran. Huh, ich kriege keine Antwort. Hallo, hier ist Fran. Okay, so, ich denke, wir werden jetzt hier natürlich nochmal eine Pille nehmen. Ach, sieh eine an, Edward. Du siehst ja ganz fantastisch aus. Oh Gott, wie creepy. Sagt sie dann nichts zu? Nein. Okay, sonst ist hier aber alles beim Alten geblieben, ne? Okay, so, dann wechseln wir nochmal. Oh, und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch diese Tür. Vielleicht sollte ich den Knopf drücken, um die Tür zu öffnen. Das ist eine gute Idee. Ach, sieh an. Mr. Midnight auf der Rolle. Wow, das ist ja voll groß hier. Da ist noch eine Tür. Hier ist überall Mr. Midnight. Hier hängen Gabeln. Hier stehen Bücher. Okay, Handschuhe. Ach, schaut mal, das ist doch der König. Da, die ganzen Schuhe. Bücher. Ach, wie cool. Oh, so viele Seiten zum Lesen. Ich hoffe, es gibt auch Bilder. Aber Buchstaben sind okay. Sie geben einem Dinge zum Vorstellen. Manchmal verstehe ich Geschichten falsch und das kann gefährlich sein. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Wenn diese Puppe Mr. Midnight darstellen soll, wäre das komisch. Edward lässt mich über so viele Dinge grübeln. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Diese kleinen Details in dem Spiel und wenn es nur die Gabeln hier sind, da gibt es schon bestimmte sehr viel drüber nachzudenken. Da ist noch eine Treppe. Ist das hier ein Puppentheater, ein kleines? Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Hm, das Schlüsselloch braucht sicher einen Schlüssel. Okay, was haben wir eigentlich im Inventar? Wir haben die Beeren noch. Stimmt, wir sollten erstmal den Treibstoff und so machen, ne? Wobei er ja auch gesagt hat, wir können hier jeden anderen Raum erkunden. Und das möchte ich natürlich auch. Ich frage mich, was diese Maschine zählt. Da sind keine Kabel. Wie funktioniert das? Edwards Technologie ist faszinierend. Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Aber ich will es nicht lösen. Ich muss andere Dinge tun. Okay, sagst du was zu Feder oder zu den Teddybären? Bestimmt. Süße Bären, sie halten Händchen. Okay. Eine Uhr. Hm, viele kleine Handschuhe. Sie kommen mir bekannt vor. Sind das die Handschuhe, die ich in der Zeit verloren habe? Vielleicht hat Edward diese Handschuhe gestohlen. Hier oben ist mal wieder ein Schädel. Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich. Es gibt viele Dinge, die wir nie wirklich brauchen. Das stimmt allerdings auch mal wieder. Diese Lampe sieht aus wie ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln. Okay, erinnert mich jetzt auch total an Alice Madness Returns. So, sagst du was hier zum Bild? Das will ich doch hoffen. König Zia, ich erkenne ihn wieder. Hm, ich verstehe. Sie sind Freunde. Das ist gut. Jetzt will ich Edward vertrauen. Ja, ob das gut ist, wir werden sehen. Viele Schuhe. Vielleicht sind sie zu eng für den großen Edward. Hier gibt es doch viele Frauenschuhe. Vielleicht gefallen sie Edward. Natürlich, warum nicht? Sie sind hübsch. Das stimmt allerdings. Warum dürfen ihm keine Frauenschuhe gefallen? Na, sieh mal eine an. Mia und Clara. Und die haben den Schlüssel. Seid ihr hier, um Edward zu töten? Oh, ein kleiner Schlüssel. Wow, das ging schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir?
Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja gut, die beiden sind ja sowieso nicht wirklich hier. Okay. Oh, wie süß, Mr. Midnight. Schaut mal, da hinten leckt er sich gerade die Pfötchen. Die Flugmaschine ist unglaublich. Sie fliegt. Ja, Mr. Midnight, das hast du ganz großartig erkannt. Das stimmt. Die Tür ist zu. Vielleicht kann Edward sie später öffnen. Ach so, okay. Können wir nach oben oder... Oh, die Leiter führt zu einer Tür, aber sie ist zu. Scheinbar kann es nur von außen geöffnet werden. Okay. Dann hoffe ich, dass die Tür hier auf ist. Oh ja. Ach, sieh an. Ach, sieh an. Mal wieder Mr. Midnight, der mechanische Mr. Midnight. So, was ist das hier? Wow, das ist ein großer Kreisel. Ich glaube, das hier ist der Motor. Mir gefällt das Design. Sehr verständlich. Ja, total verständlich. Also der Kreisel dreht sich und treibt das dann mit den Zahnrädern hier irgendwie an. Oh, der Kompass dreht sich. Hoch, runter, nirgends. Okay. So, hier müssen wir dann vermutlich was zusammenmischen. Ein paar Reagenzgläser. Hm, trinkt man daraus Wasser? Die sind so klein. Vielleicht für kleine Mengen Wasser. Vielleicht für sehr dünne Leute. Ich habe schon einen Stift. Den hier brauche ich nicht. Okay. Eine Vase ohne Blumen. Naja, ich lasse sie mal da. Ach toll. Schöne Vase. So, was haben wir hier? Da haben wir auf jeden Fall einen Hebel. Okay, hier haben wir auch nochmal einen Hebel. Okay. Okay, können wir da das Wasser reinfüllen, benutzen? Die Pumpe ist jetzt voll mit Wasser. Okay, machen wir das einfach mal wieder zu. Wir haben ein Leck. Die Röhre scheint beschädigt zu sein. Okay, Klebeband, natürlich, benutzen. Super, alles repariert. Ich sollte mich umarmen, weil ich so klug bin. Ach, Friend, du bist so süß. So. Sagt sie dazu irgendwas? Nein, okay. Wenn das rote Licht leuchtet, funktioniert es wohl nicht. Ach, tatsächlich, das habe ich mir schon fast gedacht. Also, wir haben die Position und die. Also, so ist es auf, so ist es zu, oder? Nein, nein, wickel das mal wieder drum. So, hier tut sich gerade noch nichts. Okay, kann natürlich sein, dass wir vorher noch was mit den Beeren... Oder soll das hier... Soll das hier, benutzen? Pass mal auf. Nichts, natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, ich finde gerade, man kann schwer erkennen, ob da drin was verbrannt werden soll oder ob das einfach nur so ein Loch ist. Ich kann das Feuer nicht anmachen. Es kommt kein Gas aus den Rohren. Okay, gut. Schauen wir uns erstmal allgemein hier im Raum noch ein bisschen um. Da ist ein Ventilator. So, Realitätsansicht. Die Beere. In der Ultra-Realität sehen wir die Beere brennen. Okay, das haben wir in der letzten Folge gelernt. Gelernt in Anführungsstrichen. Chemische Mischung. Okay. AFM. Okay, okay, okay. Muss man das dann nicht eher so rumlesen? Mikronährstoffe in Feuerbeeren werden die Maschine verbessern und einen langlebigeren Motor verschaffen. Okay. Achso, Feuerbeeren sind die Afuga Mercenis, AFM, okay. Also die kommen da rein. Dann muss da noch irgendwas rein. Und so müssen wir das Ganze dann zusammenmischen. Okay. Der Wirbel eines Ventilators, das fasse ich nicht an. Das kann wehtun. Okay. So, hier sind die beiden Kabel, wie es aussieht. Können wir die? Diesen rosa Schlauch könnte man gut irgendwo anschließen. Okay, schnappen wir uns die erstmal. Und hier sind dann auch die verschiedenen Chemikalien, sage ich jetzt einfach mal. Ach so. Ach so, sie füllt es direkt ein. Was ist in dir, kleine Flasche? Okay, okay, hier sind die Reagenzgläser. Was ist das hier? AFM... Moment mal. Bedeutet das, dass wir im Endeffekt alles haben, nur die Beeren nicht? Muss ich die erstmal hier irgendwo hinlegen? Benutze Feuerbeeren mit Flasche. Das versuche ich sicher nicht. Okay, da muss ich mir natürlich die Abbildung nochmal genauer anschauen. Ich würde aber erstmal gerne wissen, was hier oben noch so ist. Oh, das kann ich leider nicht lesen. Das ist sehr schade. So, also doch anzünden. Okay, da lag ich gar nicht so falsch, das da oben also doch anzünden, den Hebel von links nach rechts bewegen. Okay, das hier einmal komplett umdrehen. Hier ist der Schlauch, bzw. das Kabel, was hier zum Wassertank geht.
Okay, da ist Wasser soweit drin und den können wir auch hoch und runter schieben. Okay, aber das hier ist ja befestigt, oder? Oh, das sieht nach einer Wasserpumpe aus. Ich verstehe die Sprache nicht, aber immerhin gibt es Zeichnungen. Scheinbar muss ich die Pumpe mit Wasser und so füllen. Gut, das haben wir ja bereits gemacht. Was haben wir denn hier? Was für eine Unordnung. Edward kennt das Wort Hygiene wohl nicht. Aber er weiß auch viel über mechanische Dinge. Vielleicht behält er die Teile, um neue Sachen herzustellen. Okay. So, wir schauen jetzt erstmal, was uns hier erwartet. Was? Was? Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Sekunden und Minuten und Stunde und Tagen. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Wie krass das ist. Sagt sie noch was zu den Augen? Nee, schade. Hier oben auch noch eins. Da kommt das ganze Blut her. Eieiei, okay. So, wir wissen also, dass wir hier das Rätsel noch lösen müssen. Ich würde jetzt gerne in dieser Folge nochmal eben kurz schauen, was passiert, wenn wir hier den Schlüssel benutzen. Das interessiert mich jetzt nochmal, weil das Rätsel bekommen wir bestimmt nicht mehr in dieser Folge hin. Das hätten wir. Mal gucken, was passiert. Okay, aber das hier interessiert mich natürlich. In einer Welt aus Dunkelheit und Licht wollten sich zwei kleine Schwestern ihre Anmut stehlen. Aber keine der beiden konnte entscheiden, ob was sie taten, war richtig oder nicht. Mia war wütend und Clara war traurig. Weil sie verrückt waren, glaube ich. Oh, verrückte kleine Mädchen. In ihren Köpfen. Edward, das Wesen der Nacht. Er erschien immer in Träumen oder Realität. Lehrte den Mädchen die Pracht der Dualität. Aber was sie nicht verstanden, in Edward einen Freund sie fanden. Edward war die Verbindung zwischen Licht und Dunkel. Er war grau. Aber Clara und Mia entschieden sich, Edward ein für alle Mal loszuwerden. Stirb, stirb, sagten sie zum Wesen der Nacht. Doch haben sie sich gegenseitig umgebracht. Tod und fort. Die Schwestern beklagten sich übereinander. Es ist alles deine Schuld, Clara. Es ist alles deine Schuld, Mia. Dann besuchte Edward sie ein letztes Mal. Und er sprach: Ihr beide seid gefangen. In der Welt der Trennungen. Aber ich gebe euch eine Chance. Die Welt war gemein zu euch. Man nähte eure Körper zusammen, um zu beweisen, dass es geht. Sie gaben euch einen Spiegel, um euch zu vergleichen. Ich gebe euch nur das, was ihr schon habt. Und eine einzige kleine Chance, den Sinn des Lebens zu verstehen. Aber die Uhr tickt. Ihr habt Zeit, bis eine schwarze Katze verschwindet und die magische Tür des Brunnens geöffnet wird. Finn. Finn im Sinne von Finnisch, Ende. Okay. Leute. Das war richtig cool gemacht. Es wird alles immer abstruser. Also klar, Clara und Mia wurden zusammengenäht. So viel ist klar. Ich gehe davon aus, dass beide auch natürlich in der Anstalt waren. Und ja, Edward
einfach aus den Gedanken, sag ich jetzt mal, der beiden entstanden ist. Und der dann, ja, wie er es im Endeffekt gesagt hat, bis Fran kommt, also bis zu dem Moment mit der schwarzen Katze und dem Moment, wo der Brunnen geöffnet wird, ja, dass sie bis dahin, ich weiß nicht, Zeit haben, im Endeffekt zu verstehen, so wie er gesagt hat. Die Frage ist nur, was genau verstehen? Krass. Also ich finde es nach wie vor unglaublich cool. Ich liebe das Spiel. Ich werde aber die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Beim nächsten Mal widmen wir uns dann dem Rätsel mit den Bären. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.